Der erfolgreichste deutsche Texter und Autor im Musikbusiness ist heute bei mir zu Gast im UK-Talk. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, dann bleibt dran und liked und teilt dieses Video. Herzlich willkommen zum UK-Talk. 79 goldene und Platin-Schallplatten, jede Menge Hits. Wenn man das Radio einschaltet oder in ein Musical geht, dann kommt man fast todsicher in Berührung mit einem seiner Werke. Michael Kunzel ist der erfolgreichste deutsche Texter und Autor im Bereich der Musik. Und ich freue mich wie ein Schneekönig, dass er heute hier zu Gast ist. Michael, herzlich willkommen beim UK-Talk. Sehr gerne, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Michael, du hast, sagt man, 3.000 bis 4.000 Lieder geschrieben, ein gutes Dutzend, wahrscheinlich mehr Musicals, entweder gleich selbst geschrieben oder ins Deutsche übertragen. Du hast Menschen zu Stars gemacht und mit so ziemlich allen, die Rang und Namen im Business haben, zusammengearbeitet. Hast du überhaupt noch den Überblick über all deine Hits? Weißt du das alles im Einzelnen noch? Nein. Ich bin ein Mensch, der eigentlich nie nach hinten schaut. Das ist nicht in meiner Natur. Ich habe aber Gott sei Dank eine Frau, die ein Archiv gemacht hat und die ich nur immer fragen muss, wenn im Radio irgendwas läuft und es kommt mir bekannt vor und ich sage, habe ich das geschrieben? Da sagt sie meistens, das hast du geschrieben. Es gab eine Zeit, wo ich praktisch jeden Tag einen Titel geschrieben habe für irgendjemanden. Und das hat mich dann auch nur, also eigentlich hat es mich nicht mal dann interessiert, wenn das ein Erfolg gewesen ist. Hat mich dann immer nur interessiert, was mache ich als nächstes. Ja, für jeden anderen würde das jetzt ein bisschen nach Kokettieren klingen. Bei dir ist es aber so, denn du hast ja tatsächlich unglaublich viele Hits rausgehauen. Du hast, was immer gleich als erstes genannt wird, Peter Maffay entdeckt und zum Star gemacht. Du hast mit Udo Jürgens jede Menge Lieder gemacht, diese guten Texte damals. Ich war noch niemals in New York, Der Teufel hat den Schnaps gemacht und dieses ehrenwerte Haus und alles diese guten Texte mit Peter Alexander, der andere Peter, mit dem hast du auch die kleine Kneipe geschrieben und für Milva, für Gitte, für Mary Rose und auch für die Münchner Freiheit auch dieses ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Also das sind wirklich Erfolge, die jeder auch im Radio schon zigmal gehört hat. Wenn du jetzt aber sagst, das hat mich dann eigentlich gar nicht mehr so interessiert. War das denn irgendwie auch eine, soll ich sagen, es klingt fast, als wenn es so eine lästige Pflicht gewesen wäre, Hits zu schreiben. War das so oder woran liegt das, dass dich das dann gleich nach dem Schreiben nicht mehr interessiert hat? Ich glaube, das muss man erklären aus der Situation, in der ich damals war. Heute schreibe ich ja fürs Theater, aber damals, als ich in der Schallplattenindustrie gearbeitet habe als Producer, und viele Leute wissen ja gar nicht, was das ist, war das eine Situation, in der man quasi Tag und Nacht im Studio verbracht hat. Das ist eine Arbeit, in der man Künstler also Interpreten, sind nicht alle Künstler leider, dazu bringt, einen Erfolg zu haben. Also man schreibt ein Lied, man besorgt ein Lied für jemanden, man kümmert sich darum, wie das aufgenommen wird, man versucht, die besten Musiker dafür zu kriegen, man versucht, gewisse Elemente in der Aufnahme zu bekommen, die das Publikum interessieren. Versucht man im Strom der Zeit zu sein und trotzdem originell zu sein. Das ist also die Aufgabe, die man hat als Producer. Und ich bin in diese Rolle hineingewachsen, einfach deshalb, weil ich als Liedertexter, nachdem ich nicht mehr einen Exklusivvertrag hatte mit einem Verlag, darauf angewiesen war, dass meine Titel aufgenommen werden. Und ich stellte dann sehr bald fest, dass niemand meine Texte aufnimmt, wenn ich mich nicht selber darum kümmere. Und am Schluss bin ich eben derjenige gewesen, der im Studio gesessen ist und die Texte mit den Künstlern aufgenommen hat. So
Ungefähr muss man sich das vorstellen. Und nun ist es so, dass man, wenn man im Studio arbeitet, ist man zusammen mit einem Tonmeister, mit den Musikern, mit wechselnden Interpreten, die sich eigentlich in der Regel am wenigsten Zeit nehmen dafür. Die meiste Arbeit wird von den Musikern gemacht, von dem Arrangeur und so weiter. Und dann verbringt man Wochen, die Titel zu mischen. Und dann dazwischen kommt mal jemand ins Studio und sagt, der Titel XY ist in die Charts, Top 10 Nummer 8, ja. Ja, und das sagt man, ja, gut, aber inzwischen bist du ja bereits am nächsten Album für den Künstler. Und ja, du bist sofort unter Druck, weil du sagst, jetzt ist er Top 10. Das heißt, die Plattenfirma wird möglichst schnell das Album haben wollen. Also bist du dabei total beschäftigt, die nächsten Titel zu schaffen. Und die müssen ja auch alle wieder in die Top 10, weil sonst hast du ja versagt als Producer. Also ein Wahnsinnsleistungsdruck dahinter. Ja. Und das ist fast dann der Fluch des Erfolgs. Einmal eine Nummer 1 geschrieben und du bist mit der Nummer 2 dann schon sozusagen ein bisschen fast der Loser dann. Ne? Ja. Also ich habe Elvis Presley leider nie kennengelernt, aber ich kenne jemanden, der ihn sehr gut gekannt hat. Und er hat gesagt, der Elvis ist daran kaputt gegangen, dass er nicht mehr Nummer 1 war. Ja, ja, ja. Das heißt, der hat sich als Versager gefühlt, weil er nicht mehr 3 Titel in den Top 10 hatte, sondern nur noch einen auf Platz 10. Und das ist die Situation vor allem eben für die Macher, weniger für die Interpreten, weil die Interpreten kriegen ja, wenn sie irgendwo auftreten, und sei es auch nur in der Diskothek, immer den Applaus der Leute. Ja. Diesen Applaus habe ich ja als Producer nie bekommen, sondern ich war im Studio und die Leute haben ja gar nicht gewusst, wer eigentlich die Hits macht. Ich meine, die haben immer gedacht, die Sänger machen die Hits. Ja, die Sänger kommen rein ins Studio, manchmal nur für 3 Stunden, und du selbst arbeitest 3-4 Wochen an so einem Titel. Ja. Mhm. Und so geht es allen Producern. Und eigentlich müsste man viel mehr darauf gehen, wer hat was produziert, weil das ist ja eigentlich, das sind ja eigentlich diejenigen, die die Hits machen. Natürlich gehört ein guter Interpret dazu, aber manchmal, es gibt Interpreten, die eigentlich, die man zwingen muss zum Singen und die auch gar nicht verstehen, in welche Richtung sie eigentlich da geleitet werden und warum sie Erfolg haben. Da wäre es jetzt natürlich interessant, Namen zu hören, aber ich vermute mal, dass wir es jetzt nicht nennen. Das wäre wahrscheinlich nicht so ein Stil. Ne? Nein, da würde ich also jetzt auch keine Namen nennen, aber das immer wieder passiert. Und es gibt sehr bekannte Interpreten, die ich jetzt nicht nenne, aber wo man wirklich buchstäblich jeden Ton extra aufnehmen musste, weil sie falsch gesungen haben. Ne? Mhm. Und das ist natürlich etwas, was einem zusätzlich natürlich auch einen unheimlichen Druck macht, weil wenn man mit so einem Interpreten einen Hit hat, muss man weiter produzieren mit dem und man ist unheimlich unter Druck von der Plattenfirma, die ist auch nicht interessiert, wie das hergestellt wird, sondern die ist nur interessiert daran, dass die Nummer ein Erfolg wird. Ja, du hast ja eine Menge Stars auch kennengelernt, angefangen von Peter Maffay, das war, glaube ich, da warst du auch noch jung, so irgendwo Mitte 20 oder Anfang 20, und die Geschichte ist ja Legende geworden, ne? Dass du, beziehungsweise ich glaube eigentlich sogar deine Frau Roswitha, ihr hattet euch aufgeteilt an dem Abend und wart auf Suche nach neuen vielversprechenden Künstlern. Du hast Peter Maffay entdeckt und ihm auch dann gleich dieses Lied geschrieben, was dann eingeschlagen ist wie eine Bombe, dieses Du. Aber nochmal etwas anders gefragt, wie kommt man denn überhaupt ständig auf solche Liedideen? Das eine ist die harte Arbeit, aber für die meisten von uns wäre ja schon ein Hit wie Du, wäre ja schon der absolute Knaller, wenn ich so ein Lied schreiben würde. Und du schreibst
Was weiß ich, alle paar Wochen eine Nummer eins, oder hast du das damals gemacht? Damals, ja. Ja, also dazu muss ich sagen, ich habe ja, bevor ich diesen Hit hatte, habe ich ja 4 Jahre einen Vertrag gehabt mit einem Verlag, und da habe ich sehr viele Profis kennengelernt, also andere Autoren, die in der Form gearbeitet haben, und da habe ich eben auch den Beruf kennengelernt. Ich habe auch gelernt, wie diese Titel ins Radio kommen. Ich habe gelernt, welche Schallplattenfirmen damals wichtig waren. Und auf die Weise bin ich natürlich reingewachsen. Es ist nicht so, dass ich mit Du sofort den Nummer 1 Hit hatte, ohne Vorbereitung. Ja. Aber dann, als ich diesen Vertrag nicht mehr hatte, und ich war ja noch Student damals, aber ich hatte wollte dann schon heiraten, und jedenfalls wollte ich nicht Jurist werden, wie ich das eigentlich studiert habe. Ich wollte freiberuflich arbeiten, und das heißt, ich hatte auch einen gewissen Erfolgsdruck. Das heißt, ich musste von irgendwas leben, und meine Familie, die ich gründen wollte, musste von irgendwas leben. Also habe ich mir vorgenommen, ich schreibe nicht ab und zu mal ein paar Texte, sondern ich nehme das als Beruf. Und der Beruf des Liedertexters ist ja auch etwas Journalistisches im Grunde, weil man muss etwas treffen, was im Strom der Zeit genau eine Position hat, was eine Aussage macht, die viel Resonanz findet, ja. Mhm. Und das bedeutet, man muss in mehrerer Beziehung den Ausdruck Markt, aber ich meine jetzt das Publikum, studieren. Und das ist eine richtige professionelle Arbeit. Das heißt, ich habe mich richtig intensiv damit beschäftigt, und wenn mich heute immer wieder Interpreten fragen, kannst du nicht für mich einen Text schreiben? Dann sage ich, nein, ich kann nicht, weil für mich ist das ein Beruf. Das heißt, ich müsste mich wieder einarbeiten in genau das, was damals für mich die Voraussetzung war, nämlich, dass ich wirklich weiß, was läuft, wie es läuft und was vor allem das Publikum im Moment hören will. Und dann kommt, sagen wir mal, diese 5 oder 10% Originalität, die letztlich nur das Talent, das uns Gott gegeben hat, bringt. Aber alles andere ist Arbeit, ja. Ja, das merkt man, was du jetzt auch beschreibst, merkt man bei einigen Liedern sehr deutlich. Zum Beispiel eben bei diesen Liedern mit Udo Jürgens. Ich glaube, da spürt man sehr klar, wie du die Zeit auch gesehen hast in ihrem werten Haus, ne? Da ist ja auch sozusagen eine Gesellschaftsbeschreibung damals, ne? Oder eben auch griechischer Wein. Das ist ja genial, wie du da sozusagen die Musik mit einem Thema verbindest, was ans Herz geht, aber was ja auch sozusagen vom Kopf her eine Relevanz damals hatte. Also wie es damals hieß, so Gastarbeiter, ne? Sagt man ja heute nicht mehr. Aber das sind ja auch Zeitansagen. Ja, natürlich. Und das ist eben ganz wesentlich, dass man mit den Liedern nicht so ein Wischiwaschi macht. Ich wollte immer Geschichten erzählen und immer Geschichten, die irgendeine Relevanz haben. Und gerade dazu braucht man natürlich Interpreten, die das auch repräsentieren, weil das Publikum glaubt ja immer, die Aussage stammt direkt von dem Interpreten. Ich bin ja sozusagen ein Ghostwriter für Interpreten. Aber ich kann nur Ghostwriter in diesem Sinne sein für einen Interpreten, der das auch darstellt und der das auch glaubhaft rüberbringt. Ne? Das habe ich gefunden damals mit Udo Jürgens. Das habe ich dann gefunden mit Gitte in den Frauenthemen, die ich gemacht habe mit ihr. Und immer wieder habe ich solche Interpreten gefunden. Aber ohne die hätte das nicht funktioniert. Und also das ist nicht egal, wer etwas singt. Ja, und wenn man dein gesamtes Lebenswerk, sage ich jetzt mal, anschaut, dann fällt ja wirklich genau dieses Stichwort auf. Das taucht immer wieder auf, Geschichten erzählen. Das hast du sowohl in deinen Pop- und Schlagersongs gemacht, das hast du in deinen beiden Büchern gemacht, zumindest auch ganz stark in diesem ersten Buch,
kann man vielleicht auch noch gleich ein Wort zu sagen. Aber, und jetzt kommt eben auch der Dreh zu sozusagen dem, ich weiß gar nicht, kann man sagen, zu deinem dritten Leben oder was auch immer, als du dann angefangen hast, die Musicals zu adaptieren, zu übertragen ins Deutsche und auch eigene zu schreiben. Und das ist ja auch nochmal für uns im Bereich der Kirche nochmal auch ein Highlight gewesen, dann auch diese Pop-Oratorien geschrieben hast. 10 Gebote und das Musical Mose daraus und Luther, das sind Geschichten. Das ist so dein Dreh, ne? Geschichten erzählen. Ja, das ist das, was ich möchte und was mir erstens Spaß macht, aber wo ich auch einen Sinn sehe, weil das ist alles. Ich denke, die Welt braucht Geschichten und die Menschen brauchen Geschichten, weil letztlich merken sie sich nur Dinge mit Geschichten. Davon bin ich überzeugt und das kriege ich auch immer wieder zu hören. Ja. Also ich denke, dass dieses Geschichtenerzählen nicht nur für jemanden, der Autor ist, wichtig ist, sondern überhaupt für jeden Menschen, der mit anderen kommuniziert, Gefühle und auch Botschaften werden nur über Geschichten weitergegeben. Ja, also an einem Musical würde ich mich jetzt noch gar nicht rantrauen, aber wenn ich jetzt ein Lied schreiben würde, dann hättest du den Rat für mich, sag nicht einfach, oh, ich liebe dich, wie schön ist das, sondern würde sagen, erzähl doch mal eine Geschichte, in der das irgendwo vorkommt. So ungefähr, oder? Ja, genau. Ja, also richtig. Also das ist auch... es ist auch langweilig, ich liebe dich. Also, das ist ja zu oft gesagt worden und zu abgegriffen. Aber in dem Moment, wo ich jemanden beobachte in einer Situation, wo dieses Wort "Ich liebe dich" einen Sinn macht und eine besondere Bedeutung bekommt, dann ist es gut. Ja, also wenn ich zu jemandem sage "Ich liebe dich", der gerade erfahren hat, dass unter Krebs leidet oder so, dann ist das eine Geschichte. Ja? Sonst ist es keine Geschichte und sonst hat es auch wenig Bedeutung. Ja, ja. Jetzt muss ich aber doch noch mal eine ganz kleine Spitze setzen. Du bist ein begnadeter Geschichtenerzähler, auf jeden Fall. Aber wenn man das mal rein kommerziell sieht, den größten, deinen allergrößten Erfolg hast du mit einem Lied gehabt. Das hat ja nur 6 Worte. Ne? Das ist Fly, Robin, Fly, Up to the Sky, das sind 6 Worte, war ein Mega-Erfolg, Nummer 1 in den USA, ich glaube, gab es den Grammy dafür? Ich glaube auch dafür, ne? Und das ist ja jetzt, oder ist da auch eine Geschichte hinter? Ja, da ist eine Geschichte hinter, weil dieses Lied, also diese Produktion ist kein Lied in dem Sinne, sondern es ist ein Produktionserfolg. Mhm. Und zwar, ich kann das ganz kurz erzählen, Musiker, die tanzen ja nicht. Ist bekannt. Ja, ich bin auch Musiker, ich tanze auch nicht. Musiker tanzen nicht. Aber wir sind ich habe gerade erzählt von der Situation im Studio und wenn wir um 2 Uhr nachts vielleicht fertig wurden, wollten wir noch irgendwo was essen. Nur sind alle, wirklich alle Gasthäuser um die Zeit zu. Also es ist unmöglich, irgendwo essen zu gehen. Das Einzige, was offen war, waren die Diskotheken, die es damals gab. Ja? Und also landeten wir in einer Diskothek. Und da ich nicht tanze und auch meine Kollegen nicht tanzten, standen wir an der Bar und haben halt geguckt, wie die Leute aufgesprungen sind bei gewissen Titeln. Und dann sagte ich zu meinem damaligen Arrangeur und Freund, dem Sylvester Lewey, du, weißt du was, weißt du, warum die aufstehen und tanzen? Das liegt nur an der Basslinie. Schreib mir eine Basslinie und dann versuchen wir das auch. Das können wir doch auch. Und dann kam gleich Nummer 1 Hit bei raus. Und so, also nein, es war nicht genau dann gleich Fly, Robin, Fly, sondern das hieß Save Me, der Titel, den wir aufgenommen haben. Ja, und dann war ich, eine Woche später, machte ich für den Grand Prix Eurovision eine Aufnahme mit einer Schweizer Sängerin. Und da hatte ich einen gewissen Etat und wir waren früher fertig. Und da sagte ich zum Sylvester, so jetzt komm, jetzt machen wir das. Und dann waren noch die Musiker da.
Und dann haben wir Save Me aufgenommen. Also basierte auf einer Bassphase. Und nun war es so, dass das hat man wie mit Rhythmusgruppe aufgenommen. Und dann, als das fertig war, sagte ich, ja, jetzt müssen wir aber noch irgendwas anderes machen. Also die Amerikaner machen dann solche Blechphrasen, ja. Aber wir haben in München jedenfalls damals keine solche Formation von Musikern gehabt, die so gut diese Phrasen gespielt haben. Also Blech heißt Blech. Ja, Blasinstrumenten, ne? Dass wir also mit den Amerikanern hätten konkurrieren können. Und er sagte, ja, dann nehmen wir jetzt mal, wir nehmen einfach Streicher, die sollen diese Phrasen spielen. Denn die Streicher sind die Besten, die wir in München hatten. Die haben die Münchner Philharmoniker gehabt, die sind also mindestens so gut wie die Blechbläser in Amerika. Ja, und dann haben wir praktisch diese Streicher, diese Blechphrasen spielen lassen. Dadurch ist dieser spezielle Sound entstanden. Und als das dann, da habe ich das runtergemischt, als es fertig war, das wollte natürlich auch wieder keiner haben, das ist immer so. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich weiß schon, warum das keiner haben will. Wer spielt heute noch Instrumentalnummern? Die kommen ja nicht in die Charts. Also müssen wir irgendwo den Titel von diesem Lied reinbringen. Also kommen immer noch drei Chormädchen, die sollen was drauf singen. So ist das entstanden. Also im Grunde war es eine Instrumentalgeschichte, die auch noch eine menschliche Stimme als weiteres Instrument brauchte. Diese Chorstimmen war eigentlich nur gedacht, um den Titel dem Publikum zu sagen. Ja, ne? Und den Titel, wenn die das im Radio hören, dann müssen sie doch wissen, was sie im Schallplattenladen verlangen. Ne? Und dieses Fly, Robin Fly, also Flieg, Rotkehlchen, Flieg zum Himmel, war da eine Idee dahinter oder passte das einfach gut von der Metrik, vom Wortrhythmus? Ja, wie immer, das ist, da kommen wir jetzt auf was anderes, was vielleicht das Publikum auch interessiert. Wir Text und Musik bilden eine wirkliche Einheit. Wenn der Text gut ist, ja, ist er ein Teil der Musik. Umgekehrt ist es so, dass mich immer Musik inspiriert zum Text. Das heißt, das ist nicht so leicht, dass man sagt, also ich schreibe jetzt auf eine Musik einen Text, sondern die Tatsache ist, ich ergänze die Musik durch einen Text oder umgekehrt, der Musiker ergänzt den Text durch Musik. Mhm. Das heißt, in so einem Fall wie Fly Robin Fly, es ist einfach diese Streichphrase gewesen, diese Streicher und diese Musik hat mir gesagt, da muss irgendwas fliegen. Mhm. Ja, was fliegt? Da muss irgendwas fliegen. Naja, und dann letztlich auf Robin kam ich, weil das einfach gut da drauf passt. Ja, also man kann das eigentlich immer schwer erklären. Sowas entsteht, das ist buchstäblich im Studio entstanden, 10 Minuten bevor es aufgenommen wurde. Also schon auch sowas wie Inspiration, der Kuss der Muse manchmal dann. Ja, wenn man das so hochgreifen will, ja. Im Grunde war das der Not des Augenblicks gehorchend. Ich hatte die Musiker da, ich hatte die Sänger im Nebenstudio, die konnten hatten gerade Zeit. Und dann setzt du dich hin und schreibst ein paar Zeilen auf, das passt, dann nimm mal das, fertig aus. Und schon gab es einen Grammy später in den USA. Ja, so ganz einfach ist das nicht, aber da kamen Glückszufälle dazu. Aber wir wurden total überrascht, weil natürlich hat niemand damit gerechnet. Niemand damit gerechnet. Und damit habt ihr mit diesem sogenannten Munich Sound, also dem München-Klang, habt ihr ja, zumindest sagen die Musikwissenschaftler das, ja auch gut am Entstehen, am Werden der sogenannten Disco-Musik mit Anteil gehabt. Ja, da könnte man eine richtige Lektion darüber halten. Es war nämlich einfach so, dass in Deutschland diese Disco-Kultur wesentlich weiter war als in Amerika. Und in Amerika gab es zwar auch schon Diskotheken, die wesentlich von der schwulen Szene her kamen. Es war aber nicht so diese breite Disco-Szene wie bei uns. Das heißt, die waren noch nicht so weit. Und die amerikanischen Schallplattenfirmen haben die Disc-Jockeys nicht ernst genommen. Die haben die nicht sozusagen, wir nennen das bemustern.
Das heißt, die haben denen nicht Werbeplatten geschickt. Die mussten sich ihre Platten selber kaufen. Ja. Ja. Und da gab es ein kleines Label von einem gewieften New Yorker Musiker, der hat gesagt, also ich bringe jetzt Disco-Musik raus und bemustere die Diskotheken. Und der hat also diese Silver Convention Sachen von uns übernommen und hat die an die Diskotheken geschickt. Und das ist dann sofort wie ein Lauffeuer, das ist ein Riesenhit geworden in den Diskotheken. Und von daher wurde es dann ein amerikanischer Pop-Hit Nummer 1. Also im Grunde, wenn man es auf die Spitze treibt, könnte man sagen, ihr wart ein Vorläufer von John Travolta. Ja, natürlich. Und ich meine, wenn man hört, die Bee Gees-Aufnahmen, die dann später kamen in den Travolta-Filmen, die haben ja genau unsere Streicherphrasen abgekupfert. Ja. Das ist so unter dem Pop. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, also ich könnte noch stundenlang weiterreden über diese Zeit, weil das ja auch die Zeit ist, in der ich geprägt wurde, über Lady Bump und diesen Wahnsinnsschrei von Penny McLean, die sie dann auch live mal gut, mal schräg abließ. Aber das Lied war ja auch genial. Aber ich vermute mal, dass das für dich ja auch alles jetzt alte Kamellen sind. Ne? Das ist, ja, das ist natürlich alte Kamellen. Aber es ist nicht so, dass ich habe das alles als Vorbereitung für meine jetzige Tätigkeit verstanden. Ja, und die jetzige Tätigkeit ist ja auch aus einem radikalen Bruch entstanden. Irgendwann hast du hingeschmissen auf dem Gipfel des damals kommerziellen Erfolgs, hast gesagt, das ist mir zu viel, ich will nicht mehr, ich brauche eine Auszeit. Und ja, die Auszeit sah bei dir auch wieder anders aus. Andere würden in eine Hütte an einem See gehen. Du hast erstmal promoviert, mit Summa Cum Laude deinen Doktor in Jura gemacht, auch in Ordnung, eine vielbeachtete Dissertation geschrieben. Aber anschließend, wenn ich das richtig sehe, da gab es jetzt diese Wendung zu dem, was du sagst, dass im Grunde ist, das war das die Vollendung. Da konntest du wirklich Story-Architekt werden, indem du nämlich Musicals geschrieben hast. So ungefähr? Das ist ungefähr richtig. Es ging nicht so schnell, weil ich habe zuerst, was ich aufgegeben habe, war nicht das Liederschreiben, sondern ich habe aufgegeben, ins Studio zu gehen. Ah, ja. Das war eine ganz entscheidende Sache, weil ich habe, jeder, der mir zugehört hat, weiß, wie das gelaufen ist. Das heißt, ich habe eigentlich mein Leben im Studio verbracht. Ich habe meine Texte im Studio geschrieben und dementsprechend waren sie auch. 90% waren wirklich schlecht. Und irgendwann habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein. Du bist nur ins Studio gegangen, damit deine Texte richtig aufgenommen werden. Und jetzt bist du im Studio und die Texte sind nichts mehr. Also kann das nicht sein. Also habe ich gesagt, ich höre auf, ins Studio zu gehen. Da war natürlich dann sofort bei den Interpreten, mit denen ich gearbeitet habe, das Geschrei groß, ja, was geht doch nicht, kannst du uns nicht einfach hier hängen lassen. Und dann habe ich aber für alle, jeder ist ersetzbar, ja, und das ging auch alles wunderbar weiter. Und jedenfalls für mich war das eine große Befreiung, wie du ja auch selber das dargestellt hast. Ich habe alles hingeschmissen. Nein, ich habe also die Studioarbeit hingeschmissen und das war auch gut so. Und das war auch privat gut so, weil ich meine, welche Frau macht das auf Dauer mit, wenn der Mann praktisch nicht zu Hause ist, wenn wir ein Kind hatten wir auch. Also das geht gar nicht. Und also das hörte auf, aber ich habe dann auch Texte geschrieben und ich habe dann die ganze Zeit zum Beispiel mit Gitte und viele andere Künstler auch Münchner Freiheit und andere haben dann noch Texte von mir bekommen. Und in dieser Zeit, in den 80er Jahren, bekam ich einen Anruf von Andrew Lloyd Webber. Und der hat sich erkundigt, wer in Deutschland der beste Texter ist. Und der hat gesagt, ob ich nicht sein Musical Cats übersetzen möchte. Und das würde in Wien aufgeführt und er bräuchte jemanden, der das macht. Nee, entschuldige, nicht Cats, es war Phantom der Oper. Und dann
auch nicht Phantom der Oper. Nein, es war Evita. Evita erst, ne? Und dann kamen die anderen. Die Reihenfolge ist jetzt verkehrt. Es war Evita, Cats und Phantom der Oper. So ist die Reihenfolge. Also es war Evita. Und da habe ich natürlich, fühlte ich mich geschmeichelt, logisch, weil ich war ein großer Fan von Jesus Christ Superstar. Musicals haben mich nie interessiert. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, weil ich gedacht habe, das sind so alberne Leute, die da mit dem Strohhut auf der Bühne tanzen und das ist nicht meine Welt. Ich will, wenn, dann will ich ein Rockmusical oder sowas machen. Ja. Und dann kam eben Jesus Christ Superstar und das war dieses Rockmusical, was ich mir, wo ich gedacht habe, nein, das sowas möchte ich hier, will ich schon gerne machen. Ja. Mhm. Das ist meine Art von Musik und meine Art, sich auszudrücken. Und dazu kamen diese wunderbaren Texte von Tim Rice. Und Evita war wunderbar. Das hat mich unheimlich interessiert. Hat mir Spaß gemacht, das ins Deutsche zu übertragen. Und dann wurden in Wien ja auch die Originalleute eingeflogen aus England und Amerika. Und darunter war dieser berühmte Harold Prince. Harold Prince ist die Legende vom Broadway überhaupt, heute noch, obwohl er jetzt vor einem Jahr gestorben ist. Und Entschuldigung, das alles live, kennen wir, kein Problem. Ja, und er, Harold Prince hat mit mir dann, der hat in Wien gearbeitet und wenn man so mehrere Wochen zusammen ist, dann lernt man sich halt auch gut kennen und von ihm habe ich natürlich alles aufgesogen, was ich an Informationen kriegen konnte über das ganze Genre. Mhm. Und er hat mir gesagt, warum schreibst du nicht ein Wiener Musical? Warum schreibst du nicht hier ein Musical für die? Ja? Und dann kamen wir ins Reden und so weiter. Und ich sagte, ja, aber das muss ja etwas sein, was ich will nicht ein amerikanisches Musical mit Strohhüten schreiben. Und ja, hat er gesagt, ja, nein, das musst du auch nicht. Schreib halt was. Was du hier einfach ein Theater mit Musik, einfach eine tolle Geschichte mit Musik. Ja. Naja, und dann so entstand letztlich bei mir, das war der Impetus, um Elisabeth zu schreiben. Ja, also du hast ja eben nicht nur Evita, Cats, Phantom der Oper, König der Löwen, Mamma Mia und so weiter übertragen, sondern du hast eigene geschrieben. Und da war Elisabeth ein Riesenerfolg. Elisabeth, so der andere Blick auf die Sissi. Dann auch Tanz der Vampire und Mozart war auch da, Rebecca und was weiß ich alles. Also du hast so richtig Blut geleckt und das war dann plötzlich dein Ding, die Musicals zu bringen. Ne? So, Entschuldigung, jetzt mal weiß ich nicht, was das ist. Ich verstehe das nicht. Entschuldigung. Ja. Wir kommen jetzt leider auch schon fast zum Ende. Das ist, wie gesagt, ich könnte noch tagelang mit dir weiterreden. Aber was mich schon noch interessieren würde, du sagst, du bist Story-Architekt. Also wie ein Architekt ein Gebäude, ein Haus baut, hast du das Ganze auch in einem Abriss bei dir an der Wand. Du hast so, wenn ich mich richtig erinnere, ein 3 Meter langes Storyboard bei dir hängen und da arbeitest du diese Geschichten genau aus. Und gibt es dafür auch Regeln, so wie der Architekt Formeln hat? Gibt es da Regeln? Ja, das ist eben das, was ich gelernt habe von Harold Prince, aber auch von Andrew Lloyd Webber. Ein Musical, aber eigentlich jedes Theaterstück, hat eine Dramaturgie, die jetzt eigentlich seit den alten Griechen bewährt ist. Ja, das einfachste Form ist Anfang, Mitte, Ende. Ja, aber in dieser Form gibt es eben gewisse Höhepunkte, gewisse Umschläge in der Erzählung, Wandlungen und das muss man alles richtig einbauen, damit das funktioniert. Das heißt, das ist eine handwerkliche Tätigkeit. Also das hat mit Talent und so weiter nur am Rande zu tun. Es ist vor allem etwas, was man lernen muss. Und wir haben das alles verlernt, weil es werden die Opern bei uns, die zeitgenössischen Opern, haben ja keine Handlung mehr.
Und das ist auch nicht notwendig, weil heutzutage wird das anders konsumiert. Aber das Musiktheater in Form des Musicals hat noch diese alte Form, in der Geschichten erzählt werden, in der sich das Publikum mit einer Hauptfigur identifiziert, die so eine Geschichte durchmacht. Und das Publikum macht diese Geschichte mit dieser Hauptfigur durch und lernt mit dieser Hauptfigur eben das, was auch die Hauptfigur lernt. Und das ist etwas, was man handwerklich richtig machen muss, damit das funktioniert. Und das habe ich Gott sei Dank gelernt und sehr früh gelernt, eben in dieser Zeit, von der ich sprach. Und das macht mir sehr viel Spaß, das zu machen. Und um das auch noch zu sagen, weil da habe ich jetzt auch direkt den Kontakt, nicht nur zum Publikum, sondern auch zu sehr begabten Künstlern, weil die Musical-Darsteller arbeiten alle so hart, wie die Musiker bei mir im Studio gearbeitet haben. Die kommen nicht und sagen, jetzt mache ich mal 3 Stunden Studio und dann tue ich wieder meine Konzerte machen für 20.000 am Abend und so weiter. Also das findet da nicht statt, sondern sie kriegen praktisch einen geringen Lohn, aber sie arbeiten wirklich wie die Teufel. Ja, und das imponiert mir halt auch. Ja, und so ein Protagonist oder eine Protagonistin, also eine Person, die die Handlung voranträgt mit Entwicklung, Veränderung, mit Höhepunkt, mit Wendepunkt und all diese Geschichten. War das auch bei Luther so, bei dem Pop-Oratorium? Ist das auch genau so klassisch aufgebaut, wie du die anderen Musicals baust? Das ist absolut so abgebaut, alles. Ja, die sind alle so aufgebaut. Und sogar jetzt, wir haben jetzt, mit Dieter Falk ja ein Bethlehem-Musical gemacht, also ein Weihnachtsmusical. Das ist auch so aufgebaut. Und das kann man auch gar nicht anders. Eine Geschichte muss man in dieser Form erzählen. Mhm, ja. Du gibst jetzt nochmal Stichwort Dieter Falk. Der hat die Musik geschrieben für 10 Gebote und Luther und jetzt auch für Bethlehem. Der hat nicht nur einen kommerziell erfolgreichen Hintergrund mit Pur und so weiter, sondern er hat ja auch einen klaren christlichen Hintergrund, eine Sozialisation. Ne? Mutter war Kirchenchorleiterin und so weiter, er hat früher dafür dieses Label gearbeitet. Du selbst hast das nicht, du sagst von dir, du seist Agnostiker. Also das ist kein Atheist, du sagst nicht, nee, Gott gibt es auf gar keinen Fall, sondern Agnostiker ist, wenn ich das richtig verstehe, du sagst, man kann das gar nicht entscheiden, ob da oben einer ist. Nein. Agnostiker sagt, ein Agnostiker ist jemand, der sehr offen ist für diese Ideen, aber der sich nicht festlegt, weil er der Meinung ist, dass der Mensch diese Entscheidung nicht treffen kann. Und ich kann das sehr gut nachempfinden, dass Menschen, die gläubig sind, sozusagen diese Botschaft für absolut glaubhaft, sonst können sie auch nicht glauben, haben. Aber diese, sagen wir mal, diese feste Bindung an eine Religion habe ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerade in diesem Bereich sehr empfänglich bin für Mythik, für alle diese Ideen. Und vor allem bin ich ein absoluter Fan des Alten und Neuen Testaments, weil ich denke, das ist eines der wichtigsten literarischen Kulturphänomene, die wir haben. Und für mich ist das nicht alles, nicht alles Gott gegeben, sondern es ist das, was die Menschen in Jahrtausenden als Gott gegeben erkannt haben. So ungefähr. Das heißt, ich als Agnostiker bin ich, und das muss man auch richtig verstehen, bin ich total offen für diese Ideen, aber ich bin leider, muss ich sagen, nicht in der Lage, mich auf eine bestimmte Religion festzulegen. Es ist ein bisschen so, wie diese ganzen deutschen Klassiker waren, von Lessing bis über Schiller, Goethe und die Philosophen sowieso, Hegel, sie waren alle
sie waren alle irgendwie gläubig, ja. Aber letztlich haben sie genauso an die griechischen Götter geglaubt wie an den Monotheismus. Das kann man bedauern, aber es hat auch damit zu tun, dass man eine gewisse Demut hat und sagt, ich bin nicht in der Lage, dieses Bekenntnis abzugeben. Ja, also Klassiker wäre ja Lessing mit seiner Ringparabel, der sagt, klar, es gibt etwas Höheres, es gibt Transzendenz, etwas, was uns übersteigt und danach kommt, aber wir sind viel zu eingeschränkt, um sowas klar erkennen zu können. Wir können nicht behaupten, ich habe es jetzt genau erkannt und nur so ist es. Ja, die Ringparabel ist quasi das Bild für die Agnostik. Die Geschichte dazu sozusagen. Ja. Genau, die Geschichte. Ja, die Geschichte. Genau. Ja, vielen Dank erstmal, Michael. Wie gesagt, ist mir beim letzten Mal schon so gegangen, ich könnte mit dir wirklich tagelang weiterreden. Vielleicht ergibt sich ja mal irgendwann nochmal eine Gelegenheit, ein paar Sachen noch zu vertiefen. Ich hätte noch eine Frage zu Bethlehem. Das ist ja zum einen jetzt durch Corona nicht zur Aufführung gekommen, nicht so wie es sein sollte. Zum anderen aber eine Frage noch davor. Wenn ich das richtig verstehe, ich meine Dieter Falk hätte mir das gesagt, du hast dir das gewünscht, du möchtest gerne mal was zur Weihnachtsgeschichte schreiben, zu Bethlehem. Warum? Ich möchte unbedingt die Weihnachtsgeschichte schreiben. Warum? Weil ich finde die Geschichte, diese Vorstellung, Gott auf die Welt, ist unglaublich. Ja, also diese Geschichte ist ja, auch wenn man nicht jetzt in einer bestimmten Konfession erzogen wurde, ist diese Geschichte einfach eine unglaubliche Zumutung an den Menschen. Gott wird Mensch. Nun, was mich da bewegt, und zum Beispiel eines dieser Themen, die in dem Stoff sind, ist erstens, was macht das mit den Menschen, die damit direkt zu tun haben? Und die Lösung, die ich gegeben habe in dem Stück, ist, es ist im Grunde, für jede Mutter ist ihr Kind ein Kind Gottes. Jedes Kind ist ein göttliches Kind. Denn das Wunder der Geburt ist ja unglaublich. Die Tatsache, dass aus dem Nichts sozusagen ein Lebewesen kommt, in dem alles vorhanden ist, sogar bereits sein ganzer Charakter ist da, wenn es auf die Welt kommt. Das ist etwas, was so unglaublich ist, dass diese Idee des göttlichen Kindes eigentlich, ich sage nicht, dass das die Weihnachtsgeschichte ist, aber ich sage, dass das etwas, das muss man sich auch mal klar machen, dass eigentlich Gott in jedem Menschen geboren wird. Und das ist etwas, was einen einfach nur erstaunt. Das ist unglaublich. Das ist ein Wunder, dass wir viel zu sehr als Routine nehmen. Es ist nicht Routine. Jede Geburt, jedes neue Lebewesen, das auf die Welt kommt, auch natürlich, das gilt nicht nur für den Menschen, aber vor allem für den Menschen, weil das hochkompliziert ist, dieses Wesen. Das ist einfach, das können wir kaum begreifen. So unglaublich ist das. Ja. Also das Wunder von Weihnachten als Geheimnis des Lebens an sich, als solches. Ja, und natürlich sind da andere Gedanken drin. Nun, wenn Gott Mensch wird, ja, ist es eine solche Veredelung des Menschen, ein solches Bekenntnis zum Menschen, dass man sagen kann, der Mensch ist auch Gott geworden. Zumindest in diesem einen Wesen, in Jesus, ist der Mensch Gott geworden. Was bedeutet das für das Menschsein? Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ja, ja. Das ist wieder auf einer anderen Ebene des Gesprächs. Vielleicht demnächst mal in einem weiteren UK-Talk. Ja. Michael, nochmal ganz herzlich Dankeschön. Gibt es
Habt ihr die Hoffnung, die Aussicht, dass Bethlehem denn jetzt in diesem Jahr auf die Bühne kommen kann? Oder wie sieht es da aus? Was macht ihr? Habt ihr jetzt mit Online-Proben und so weiter ein bisschen was zwischendurch gemacht, um das am Köcheln zu halten? Also es wird in diesem Jahr nicht auf die Bühne kommen. Es soll im nächsten Jahr auf die Bühne kommen. Es ist einfach zu riskant, weil die Proben sind, die brauchen eine lange Zeit und im Moment ist es immer noch sehr schwierig, mit Chören zu proben. Und es ist vor allem für den Veranstalter ein unglaubliches Risiko, das Fest zu planen. Also es ist jetzt definitiv für nächstes Jahr geplant und es soll auch eine Fernsehbearbeitung geben. Also es ist nicht sozusagen in der Schreibtischschublade verschwunden. Es wird kommen, aber es wird noch mindestens ein Jahr dauern. Ja, gut, dann drücken wir die Daumen, wünschen das Beste dafür, dass es dann funktioniert und dass deine, weiß nicht ob Lieblingsgeschichte, aber jedenfalls diese Geschichte, die dir am Herzen liegt, dann auch zur Aufführung kommt. Das würde mich sehr freuen und ich bedanke mich für die guten Wünsche. Gut, dann vielen Dank an Michael Kunze, vielen Dank auch an euch, die ihr jetzt zugeschaut und zugehört habt. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, vielleicht auch Michael einen Gefallen tun wollt, dann liked doch dieses Video oder teilt das auf euren Kanälen, dann macht ihr das auch noch ein bisschen breiter bekannt und dieses Gespräch dann auch für andere noch verfügbar. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal beim nächsten UK-Talk. So, jetzt okay, ist die Aufnahme vorbei. Wunderbar, ja. Gut, danke, lieber Gerd, das war sehr schön.